Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich habe heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wundert euch nicht, andere Kulisse, ich liege hier eigentlich gerade auf meinem Sofa. Ich möchte euch heute nämlich mal zeigen, wie ich in letzter Zeit die Raids mache, von zu Hause aus. Ganz ohne Fan-Raid-Pass natürlich, denn da habe ich eh noch was zu meckern am Fan-Raid-Pass. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann das Video hochkommt, deswegen kann sein, dass es erst in 10 Jahren kommt oder so, aber ihr seht gleich, aus welcher Zeit das ist. Ich habe hier nämlich mal was vorbereitet. Hier liegen nämlich ein paar Handys rum. Ihr seht, hier ist überall ein Pikachu drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen süchtig aus, würde ich mal sagen. Wobei das hier mein Haupthandy ist, deswegen fliege ich da auch mal. Und normalerweise habe ich es in letzter Zeit so gemacht, egal wo halt wirklich in der Nähe ein Raid war, hier aus der Nearby-Liste, selbst wenn hier unten an der Spottanlage ein Raid war, war ich mit dem Ditchen unterwegs. Ich habe immer mein Haupthandy mitgenommen und ich habe die vier gelben Accounts dabei gehabt. Ei war scharf, Ei war mild, Ei war soft, Ei war kids. Die vier haben immer einen 5er-Raid gemacht, da habe ich immer zwei Handys genommen, zwei Handys habe ich in Ditchen gegeben. Wir haben immer mit vier Accounts den Raid gemacht, wir haben in der Gruppe immer Bescheid gesagt und gemeint, okay, wir machen da einen Raid, wer dazukommen möchte, kann dazukommen. Manche haben mit Fan-Raids, mit Fan-Raid-Pässen gespielt und manchmal kamen auch Leute so vor Ort. Dann habe ich das Ding, wenn ich von zu Hause aus spiele. Ihr seht ja, ich habe hier zwei Arenen. Das ist meine Heimarena hier, wo das Giratina gerade dran ist, die Stolpersteine. Da kam ich ja eigentlich schon immer ran. Jetzt komme ich aber zusätzlich durch die Corona-Erweiterung und die doppelte Distanz auch hier an die Sonnenuhr. Sprich, in letzter Zeit habe ich es mir auch leicht gemacht und gesagt, wenn an der Sonnenuhr oder an den Stolpersteinen ein Raid ist, kann ich theoretisch die zwei Accounts auch noch spielen. Denn ich kann hier alles ablegen, gemütlich. Das ist dann der blaue Typisch Andy und der blaue Unknown Account. Die habe ich beide mal bekommen vom Typisch Andy. So habe ich dann mit 6 Handys gespielt. Und jetzt ist Pupsi momentan da, die ist aber gerade bei ihrem Nageltermin. Deswegen liegen hier noch zwei Accounts eben von ihr, der Mäusekind und Supersani Account, sodass ich jetzt 8 Accounts hätte, um diesen Raid zu machen. Den wollte ich eigentlich direkt 35 machen, als er aufging. Aber der Bierbenny möchte dann mitmachen mit 2, deswegen muss ich das alles ummodeln. Ich will euch jetzt mal zeigen, wie ich das sonst mache, wenn ich mit 6 Handys spiele. Dann haben wir die ja nicht. Ich lege mir dann immer 2 Handys so hin, ein Handy so und auf der anderen Seite mache ich es genauso. Das so und das so. Muss man überall fliehen, damit ich dann diesen hier mache. Das heißt, das muss noch ein Stück rüber. Ich gehe also mit dem kleinen Finger und mit dem Zeigefinger immer unten auf Angreifen, während ich mit dem Daumen, das müssen wir mal noch ein Stück rüberschieben, so, mit dem Daumen auf dem Handy bin und so kann ich immer gemütlich mit 3 Fingern an einer Hand, mit 3 Fingern an einer Hand hier drauf drücken und so angreifen und so kämpfen, während ich natürlich in der anderen Hand das gleiche habe. Müssen wir aber hier auch mal fliehen, hier, das müssen wir mal wieder anmachen, ist gerade ausgegangen. Bruder, was ist los? Geh doch nicht einfach aus. Hier eben dann genauso. Da macht ihr auch diesen hier einfach, diesen Wolfpack, Bruder. Und dann könnt ihr auch hier in der Mitte drücken, hier die 2 Finger drauflegen, hier den. Und so könnt ihr links und rechts mit 2 Händen spielen und habt 6 Accounts. Jetzt hätten wir 8. 8 ist aber zu viel. Das heißt, ich würde die 2 schlechtesten Accounts zur Seite legen und die 6 besten Accounts mitnehmen für den Raid und den Raid spielen mit 6 Accounts. Da kann ich euch dann auch hier vorne abstellen, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr zwischen meine Beine gucken. Dann kann ich mir die Handys aber schön hier herlegen. Die anderen unten drunter. Kann dann hier so gemütlich spielen mit 6 Accounts. So ist das eigentlich ganz gemütlich. Auch wenn ich jetzt unterwegs war und habe mit dem Großen schon den Raid gemacht und ich weiß,
Hier in der Nähe wird noch ein anderer Raid gemacht von den beiden. Sage ich auch manchmal, okay, passt auf. Ich mache nochmal mit 6 Accounts. Dann nehme ich einfach 6 kleine Accounts, wo ich noch den täglichen Pass drauf habe, um den wegzumachen. Wer jetzt exzessiv raiden möchte, dem bringt das natürlich nichts mit dem täglichen Pass. Der bräuchte dann auch wieder die Fan-Raid-Pässe und das ganze andere Zeug. Aber ich muss sagen, bei den Fan-Raid-Pässen, ich bin eigentlich nicht so überzeugt. Das bringt halt wirklich nur was, wenn ihr Leute habt. Ich habe gedacht, auf dem kleinen Account letztens, okay, da ist ein freien Pass, da ist ein freien Pass, da ist ein freien Pass. Auf dem großen hatte ich einen. Ich bin also an die Arena, habe den freien Pass weggemacht. Und dann konnte ich natürlich nicht mehr, ich musste mir einen Pass kaufen für den nächsten Raid, während ich auf dem zweiten Account natürlich aber auch einen freien Pass habe. Also stehe ich mit 2 Handys da, mit dem einen kann ich direkt an der Arena spielen, mit dem anderen müsste ich aber von der Arena weglaufen, dass ich den Fan-Raid-Pass überhaupt einsetzen kann. Das ist richtig, naja, keine Ahnung, das ergibt für mich keinen Sinn. Ich meine, es würde sich anbieten jetzt momentan, Fan-Raid-Pässe zu kaufen, statt die normalen Raid-Pässe, weil die einfach günstiger sind, aber es ist für mich persönlich problematischer, damit zu raiden. Letztens habe ich auch, Pupsi wollte einen Raid machen und ich auch, wir sind zusammen rausgegangen, sind spazieren gegangen, auf dem Weg zum Einkaufen haben wir gesagt, gut, wir nehmen den Raid da noch mit, sie ist mit ihren 2 Pässen in die Arena reingegangen, weil sie hatte noch 2 freie Pässe, ich hatte meinen freien Pass nicht mehr, ich musste also extra 10.000 Kilometer weglaufen, dass ich überhaupt den Raid mit ihr machen kann, was dann schon ein bisschen umständlich ist. Ich fände es also gut, wenn die Fan-Raid-Pässe natürlich auf Distanz gehen, aber dass ihr die trotzdem auch normal einsetzen könnt. Sonst muss ich gezwungenermaßen Grüne kaufen und Grüne sind teurer. Wenn ihr seht, ihr bezahlt 100 für einen Grün, ihr bezahlt 100 für einen Fan-Raid-Pass. Aber es gibt einen Dreierpack von den Fan-Raid-Pässen für 250. Da spart ihr also insgesamt 100, ne? Wenn ihr da 3 kaufen würdet und da bezahlt ihr ja nur... Nee, ihr spart 50. Ist okay. Ich sag nichts mehr. Auch die Pakete, die momentan drin sind, sind richtig mies. Da kriegt ihr gerade mal 15 grüne Pässe für 1480. Ich meine, früher gab es sogar mal 18 oder mindestens immer 16. Aber jetzt so 14 oder 15, das sagt mir halt nicht zu. Deswegen bin ich momentan gewillt, wirklich nur den freien Pass wegzumachen. Und das mit möglichst vielen Accounts gleichzeitig. Und mit dem Ditchen unterwegs ist das halt kompliziert. Dann hat man zu wenig Hände. Aber von zu Hause ist das eine gute Sache. Momentan regnet es eh schon wieder, es sieht aus wie Mist, momentan ist Giratina da, brauche ich eigentlich nicht, habe ich einen 100er, habe ich einen Shiny, deswegen momentan genieße ich das, dass durch diese doppelte Distanz man an beide Arenen kommt und ich mit 6 Handys einfach die freien Pässe wegmachen kann, auch wenn keiner Zeit hat, kann ich das einfach wegmachen, so, ist auf jeden Fall eine coole Sache, ist auf jeden Fall sehr gemütlich, das Interesse an Raids ist sowieso irgendwo zurückgegangen, seit der Gruppenspaltung sind die Aktiven ja alle in einer anderen Gruppe und die Leute bei uns, die dabei sind, die meisten haben wahrscheinlich schon wieder aufgehört zu zocken oder die anderen sind übergelaufen in die andere Gruppe und es ist auf jeden Fall problematisch, immer auch Leute zu suchen, die bei einem Raid mitmachen können. Und so ist man gezwungen, mit 1000 Accounts den Raid zu machen, was unterwegs einfach nervig ist, aber zu Hause einfach eine gute Sache. Jetzt muss ich trotzdem aber nochmal gucken, wie es ausschaut. Ich sehe, hier geht nämlich sogar dann noch einer auf. Jetzt hat sich hier noch was getan. Sprich, neben dem Giratina, was ich eigentlich machen wollte, geht hier noch einer auf. Da könnte man sogar einen Doppelraid draus machen. Theoretisch. Aber ich will ja nur einen machen. Ich muss mal kurz schauen nach dem Benny, was der gesagt hat. Es ist nämlich 49. 55 wollte er dann den Raid machen. Ich komme auch dazu, hat er Extrem noch geschrieben. Sehr schön. Dann warten wir, glaube ich, jetzt, bis es 55 ist. Machen dann den Raid. Ganz gemütlich. Und hier oben bei den 2 muss ich auch noch fliehen. Ich glaube, ich lasse Pupsis Accounts einfach weg. Also ich gehe mit den... ich gehe mit den 2 zwar in die Lobby mit rein, aber ich kämpfe halt einfach nur mit den 4, 5, 6. Das muss auf jeden Fall reichen. Wie sieht das bei euch aus momentan? Habt ihr eine Arena bei euch zu Hause, wo ihr rankommt, wo ihr von zu Hause aus raiden könnt? Oder müsst ihr alles über die Fan-Raid-Pässe machen? Ich sehe es aber halt nur nicht ein, wenn ich auf 6 Accounts 6 freie Pässe habe,
dass ich jetzt mir extra einen Fan-Raid-Pass kaufen soll, um einen Raid da oben an der Kirche zu machen, wenn ich doch die 6 freien Pässe habe. Warum soll ich die kostenlosen nicht nutzen und die Fan-Raids machen? Aber gut, ihr sollt zu Hause bleiben, alles klar, ich weiß Bescheid, eigentlich weiß ich gerade überhaupt gar nicht, was ich sagen will. Eigentlich warte ich einfach nur, dass Pupsi wiederkommt und wir einkaufen gehen wollen und habe gedacht, ich mache einfach mal ein Video, weil ich das so genial fand, wie ich hier rumassel und mit 6 Handys hier rumwühle. Wir warten auf jeden Fall noch kurz. Die Kameraeinstellung muss euch auf jeden Fall dann reichen. So, wir gehen dann rein, wenn es soweit ist, und dann seht ihr mal die hohe Kunst des Klavierspielens vom Ramses. So, der Extreme ist auch da, hat er geschrieben. Bierbenny ist da. Ich zeige euch das trotzdem nochmal hier, wenn wir jetzt hier reingehen in die Lobby, bei jedem einzelnen Account. Ich habe die nochmal hier unten mit hingelegt. So, das sieht auf jeden Fall schon sehr mühselig aus. Gibt heute auch keine Ingame-Bildschirmaufnahme. Es gibt nur das, das muss reichen. Nee, das muss reichen, euer Natururin. Was haben wir denn für Teams? Da haben wir Knackrax und Drago, Ransen, Bruder Landers, Despotas und Dragorans, Despotas, Bruder Lander, Despotas, Bruder Lander, Garados. Hier gibt's Despota, Garados, Rionior, Metagross und hier nochmal eine ganze Despota Armee. So sieht das jetzt aus. Sieht doch richtig stylisch aus, oder? So muss man auf jeden Fall Raid machen. Das ist genial. Und ich stelle euch wieder hier ab. Wir klimmern mal ein bisschen drauf rum. Jetzt muss ich gucken. Den hatte ich hier, den hatte ich so. Ich muss die zweimal tauschen. Auf dem klopfe ich aber nicht rum. Hä? Okay. Ist komplizierter, als ich dachte. Die liegen zu nah beieinander. Aber so geht's. Da muss ich halt meine Finger nicht spreizen, sondern zusammennehmen. Dann passt das auch. 10, 9, 8. Jetzt steht überall Netzwerkfehler. So muss es sein. Direkt kurz davor. Eigentlich wäre es gut, mit den zwei Äußeren wieder zurück in die Lobby zu gehen, dass die Viecher nicht unnötig sterben, aber wir beeilen uns ja so sehr beim Kämpfen, dass da trotzdem nicht viel kaputt geht, ne, sage ich mal. Wir tippen jetzt hier gemütlich drauf. Ich würde euch gerne Sicht von oben zeigen, aber vielleicht können wir das noch ganz kurz machen. So, wenn ich die Kamera mal kurz nehme und das mal so zeige, wie das aussieht. Also hier so mit einer Hand die zwei immer drücken und hier unten den und mit der anderen Hand dann genau andersrum, dass ihr dann eben hier drückt, die zwei und den, das passt auf jeden Fall. Bei den äußeren, wie gesagt, könnte man zurück in die Lobby gehen, aber wir lassen die jetzt einfach mal so drauf. Oh Mann, Ramses, was machst du da wieder? Ich habe sonst immer, wenn ich im Auto unterwegs war, hatte ich auch dieses IKEA-Tablet, was man übers Lenkrad hängen konnte. Das war natürlich auch eine sehr coole Sache, gerade wenn man eine Raid-Tour gemacht hat, mit mehreren Handys unterwegs war, für den Fahrer ganz gut geeignet. So ein IKEA-Tablet, da kann man bis zu 4 Handys, glaube ich, auch draufstellen. Ich habe da ja auch 3 Einsparungen drin. Die hat der Marco damals reingefräst, dass wenn ich 3 Handys draufliegen habe, ich auch 3 Ladekabel anschließen kann. Wenn ihr das wirklich aber auf dem Lenkrad ablegt, und ihr nicht die Aussparungen nutzt, weil ihr keine Kabel dranhängen habt, dann könnt ihr genauso 4 Handys nebeneinander legen und könnt einfach auf eurem Lenkrad zocken. Da braucht ihr die Daumen nicht, dann nehmt ihr nur die 2 Finger, die Zeigefinger und den kleinen Finger. Und dann könnt ihr genauso auf dem Lenkrad tippen und könnt einen Raid mit 4 Accounts machen, auch ganz gemütlich im Sitzen. Ist also auch eigentlich ein guter Tipp oder ein guter Lifehack, wenn man das so nennen will, dass ihr schön unterwegs im Auto sitzend euer Zeug macht. So, jetzt schrumpft hier alles. Ich muss mal gucken. Die iPhones sind nämlich nicht auf Englisch gestellt, das heißt, die hängen immer ein bisschen. Hier wird auf jeden Fall alles angezeigt, da ist überall alles fertig, aber die iPhones hängen auf jeden Fall wieder hinterher. Da muss ich mal warten, bis die fertig sind. Hier können wir mal durchdrücken, können mal gucken, was es ist.
Und wie viel es hat? 19, 13. Hier haben wir ein 18, 98. Hier gibt es ein 18, 70. Hier ein 1885, bis jetzt noch kein Shiny. 1854, wird auf jeden Fall immer schlechter. Da noch ein 1867. Jetzt schrumpfen auch die iPhones. Ihr seht, ich muss das gar nicht umstellen. Das kommt auch nach und nach einfach. Man braucht nur ein bisschen Geduld. Da ist auf jeden Fall ein Shiny drauf. Mit 1896. Und hier haben wir noch ein 1885. Das heißt, das 1913er ist auf jeden Fall das Beste. Wir können auch kurz mal das Shiny fangen hier fürs Video. So, einfach eine Beere. Am besten eine gelbe. Ihr wisst ja, das Shiny kann nicht fliehen. Das bleibt sowieso drin. Im ersten Ball. Wilde Shinies können hingegen fliehen. Nehmt da bitte eine goldene. Aber bei den Raid Shinies könnt ihr ruhig so da draufhauen. Hier seht ihr nochmal die Giratina-Armee, die Handy-Armee mit Giratina dabei, wie das aussieht. So muss man es auf jeden Fall machen. So werden Raids gemacht heutzutage. Das ging einfach jetzt fix. Ihr könnt fix die Pässe einfach wegmachen von den ganzen kleinen Accounts. Ich habe sogar noch, ich könnte nochmal eine Runde mit 6 anderen Handys spielen, beziehungsweise 8, und habe alles weg. Also, die könnten das immer so lassen mit dieser doppelten Distanz zur Arena, die Arena-Reichweite. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Wie macht ihr das so in der Corona-Zeit? Geht ihr raus? Macht ihr draußen Raids vor Ort? Nutzt ihr die Fan-Raid-Pässe? Was haltet ihr von den Fan-Raid-Pässen? Ich habe mir noch nicht großartig welche gekauft. Ich mache trotzdem eigentlich nur meinen täglichen Pass weg. Und wenn, dann bin ich trotzdem eigentlich vor Ort, wenn ich einen Raid mache. Jetzt bin ich ja auch hier an der Arena. Ist ja trotzdem kein Fan-Raid-Pass, deswegen. Schreibt mal eure Meinung rein, wie ihr die Fan-Raid-Pässe findet, und schreibt dazu, wie ihr eure Raids momentan macht, ob ihr rausgeht, ob ihr das so macht, alles hin und her. Und mit wie vielen Handys ihr vor allem immer spielt und eure Raids macht, oder bei euch die Leute, die ihr kennt, wer hat mehr, wer macht mit 8 Handys Raids, was hat der für Tricks, wenn er nicht Wolfpack macht und 3 Handys mit einer Hand bedient und nochmal 3 mit der anderen, was geht noch, wie kann man 4 Handys mit einer Hand bedienen, sodass ich alle 8 bedient hätte. Schreibt es mir in die Kommentare, mal gucken, wann ich das hochlade und ob überhaupt. Bis zum nächsten Mal, das war's von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ah.